Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Gestern wurde in einem einstündigen Livestream die PlayStation 5 vorgestellt. Ich zeige euch hier im Hintergrund mal ein Teil des Trailers. Die PlayStation sieht absolut geil aus und gibt es in zwei Varianten, was ich schon mal mega interessant fand. Anfangs habe ich mich ein bisschen gewundert, was das eigentlich soll. Macht aber für mich auf jeden Fall Sinn, für alle Leute, die keinen Bock haben, ständig CDs zu kaufen. Dazu später mehr. Um was soll es in diesem Video hauptsächlich eigentlich gehen? Viele wundern sich, ich wurde auch oft gefragt, wird denn eigentlich Apex Legends zum Start von der PS5 auch sofort auf der PlayStation 5 funktionieren? Natürlich kann ich das jetzt zu 100% noch nicht sagen. Auch zum Release der neuen Xbox, wann die kommt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Auch der Release der PlayStation 5 wurde noch nicht offiziell bestätigt, wann das sein soll. Auch preislich wissen wir das noch nicht. Wir können aber von Ende des Jahres 2020 können wir davon ausgehen. Es wurden eine Menge Spiele vorgestellt, die auch 2020 Release haben werden. Jetzt möchte ich aber eigentlich erstmal auf Apex Legends zurückkommen oder auch allgemein die beliebtesten Battle Royale Spiele wie Fortnite oder Call of Duty Warzone und wie sie alle heißen. Wir können felsenfest davon ausgehen, dass diese Spiele zum Anfang des Releases der PS5, hier ist übrigens die zweite Variante, eine digitale Variante. Was fällt auf? Es gibt keinen CD-Schlitz, das heißt, du kannst dir quasi auf der zweiten Variante die Spiele nur runterladen, was eine absolut geniale Sache ist. Dadurch fällt das Blu-ray-Laufwerk weg und wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass die zweite Variante, die Digital-Variante, dadurch günstiger ist. Jetzt kommen wir aber zurück zum Thema Apex Legends. Ich habe nämlich von Dr. Unbox King, kennt viele von euch bestimmt, der hat jetzt um die 200.000 Abonnenten, macht ständig neue Unboxings über Hardware, Software und so weiter, was es da nicht alles Tolles gibt. Der hat das gestern auch gelivestreamt und bei ihm habe ich vor einigen Wochen erfahren, dass zum Release der PlayStation 5 nicht die PlayStation 5 Spiele selber, sondern abwärtskompatible Spiele, die Top 100 beliebtesten Spiele aktuell auf der PlayStation zum Release der PlayStation auch funktionieren sollen. Das wurde versprochen. Wir können davon ausgehen, dass da Apex Legends mit Sicherheit dabei sein wird. Auch Fortnite, Call of Duty Warzone, das sind so die drei Battle Royals, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die zum Start der PlayStation funktionieren werden. Ich werde auch, ich blende euch mal noch einen Artikel von Respawn ein, der sehr, sehr interessant ist. Wo hab ich ihn? Ist keine offizielle Bestätigung von Respawn, dass zum Release der PS5 das alles funktionieren wird. Aber Respawn sucht nach einem leitenden Rendering-Engineer für die Next-Gen-Plattform und den PC, um Apex Legends an ihre Grenzen zu bringen. Das schreibt EA auf seiner hauseigenen Jobportal-Seite. Also noch genauer kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass auf jeden Fall an Apex Legends jetzt hier zum Beispiel gearbeitet wird, dass zum Release der PlayStation, der Xbox und so weiter Apex Legends auch sofort funktionieren wird. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt in den Kommentaren. Habt ihr Bock auf die PlayStation 5? Seid ihr Xbox-Zocker? Holt ihr euch sofort nach Release die Xbox? Bin ich sehr, sehr gespannt. Es folgen übrigens zu den 100 Spielen, die zum Start funktionieren sollen. Wie gesagt, da zähle ich nur PlayStation 4 Spiele mit rein. Es gibt ja noch PlayStation 5 Spiele. Also wer den Livestream nicht gesehen hat, es lohnt sich nachträglich, den sich vielleicht nochmal reinzuziehen. Da wird Spider-Man gezeigt, der zweite Teil von Zero Dawn, Resident Evil 8, absolut geile Trailer, ein neues Rollenspiel von Square Enix und so weiter. Wer da Bock drauf hat, schaut da rein. Oder Hitman 3, wer da Fan von ist und so weiter. Es sollen aber 4000 weitere Spiele dann in Arbeit sein, die es schon für die PlayStation 4 gibt, die dann auch zukünftig auf der PlayStation 5 funktionieren sollen. Ach, und übrigens, Apex Legends mäßig auch alle anderen Spiele, die dann von der PlayStation 4 auf der 5 funktionieren sollen. Hier können wir dann davon ausgehen, dass auch die Performance der einzelnen Spiele deutlich verbessert werden könnte, schrägstrich soll, könnte man fast sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier und da haben wir gerade auf den Konsolen auch mit Apex manchmal die Probleme. Ob das jetzt Servernatur ist, bleibt erstmal dahingestellt. Aber dass sich bestimmte Elemente vor einem erst aufbauen, irgendwelche Frame Drops, Pixelfehler, weiß der Geier was, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus. Und ein allerletztes noch, wir können auch davon ausgehen, wo ist er?
dass wir A, vielleicht ein teuer gekauftes Headset mit einem Klinkenanschluss oder ein noch teureres, tolles Headset, dass das auf der PS5 funktionieren soll. Und es soll auch so sein, dass wenn wir zum Beispiel einen SCUF oder wie ich hier einen Aiming-Controller haben, dass auch die wohl angeblich auf der PlayStation funktionieren sollen, ist auch eine Information, die ich von Dr. Unbox King habe, und ich denke, dass das auch sehr, sehr verlässlich sein wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sag mir was zu dem Design. Als ich gestern in dem Livestream das Design gesehen habe, dachte ich mir, meine Fresse, das wird der absolute Hammer. Ich werde sie mir zum Release definitiv sofort kaufen, wenn man denn die Gelegenheit hat, einer der ersten zu sein. Ich denke, ich werde sie mir vorbestellen. Das wird wahrscheinlich eine sicherere Variante sein, um an diesen Kasten ranzukommen. Ich erinnere mich an die PlayStation 4. Wenn du da in den Laden gegangen bist, hast du fast keine Chance gehabt. Das soll es von mir zu der PlayStation 5, zu Apex Legends und der Zukunft und so weiter soll es gewesen sein. Hat euch das Video gefallen? Einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr auch rund um Apex Legends weiter nichts verpassen wollt. Vielleicht auch die ein oder andere Information zu der PlayStation würde ich für euch hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel rauskommt, wann kommt die Konsole raus? Preislich, was kostet sie? Weiß noch keiner so genau. Ich gehe so von 600 bis 800 Euro aktuell aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war's jetzt von mir. Schönen Tag noch. Haut rein.